Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie aus der Barockstadt Weilburg zu einer neuen Folge von Arthouse Talk. Und hier ist Ihr Gastgeber, Klaus Brückemeier. Hallo und herzlich willkommen und Gute zu einer neuen Sendung Arthouse Talk. Ich begrüße meine Gäste hier im Bistro Altes Arthouse in Weilburg und ich begrüße natürlich auch Sie zu Hause im Internet, am Fernseher und unsere musikalischen Dauerbrenner, die Füllis, die kleinen Liederstrolche aus Kubach, genauso wie meine Gäste am Tresen und diese Tochter, Prashat Jaswal, Schauspieler. Und damit geht es gleich zu unserem nächsten Gast, Prashant? Ja? Du darfst bei uns öffentlich trinken, du musst nicht unter die Tränen. Aber ich dachte, ich bin noch nie dran. Doch, du bist dran, wir trinken alle, komm dazu. Kamera ist da, oder? Guten Tag, Servus. Also für alle, die dich noch nicht kennen sollten, doch, man kann spüren, du bist Schauspieler. Na. Wo haben wir dich schon überall gesehen? Wo bist du überall schon dabei gewesen? Also erstmal Dankeschön für die Einladung. Arthouse Dingsbumser Talk. Ja, wenn ich ja in Weilburg, einer der schönsten Stadt Deutschlands, nach Göttingen, wo ich herkomme. Es sind so schöne Leute hier, netter Publikum, herrlich. Ja, die Füllis, ich weiß. Herrlich, oder? Ich kann es selber kaum ertragen. Oh. Und die Wärme habe ich aus Indien mitgebracht. Ich wollte gerade sagen, das sind deine Temperaturen? Ungefähr ab 35 Grad friere ich nicht. Bis 47 Grad geht. Also merkst du, ich habe auch gerade die Sonne im Gesicht, also mir ist schön heiß. Ich weiß nicht, ob es an der Sonne liegt oder an dir. Also ich bin nicht schwul. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. No, okay. Nein, aber wo hast du schon überall, du hast in tollen Produktionen in Film und Fernsehen mitgemacht? Ja, man kennt mich eigentlich Stromberg. Männerherzen und die ganz, ganz große Liebe. Willkommen bei den Hartmanns. 4, 5 Tatort, Froster Bamigoreng, Reisebank Werbesport, Afterbier und heute bin ich bei euch. So, aber eigentlich habe ich ja schlau gemacht. Eigentlich hast du mal Psychologie studiert und warst mal Reiseleiter in Indien. Und jetzt bist du in Deutschland ein Film- und Fernsehmann. Weil ich ein ganz, ganz großer Fan von einer Legende Schauspieler heißt Amitabh Bachchan aus Indien, Bollywood Hauptdarsteller bin. Ja. Und seit der Kindheit wollte ich Amitabh Bachchan werden. Wie viele Schauspieler hier, Nachwuchsschauspieler wollen, Elias Mbarek, Florian David Filson, Til Schweiger und so weiter sein. Mein Vorbild ist Amitabh Bachchan. Und seit Kindheit habe ich in seinen alle 80 bis 100 Filme geguckt. Oh. Und ich wollte Amitabh Bachchan werden. Und gleichzeitig war ich großer Fan von Deutschland, weil ich in Indien fast 22 Monate Deutsch gelernt habe, am Goethe-Institut, in Neu-Delhi, am Goethe-Institut, und habe ich als Reiseleiter gearbeitet. Dann habe ich die tollen Menschen aus Deutschland kennengelernt. Man hört immer, Deutsche sind mufflig, die sind kalt, ja. Ohne Termin kannst du bei Deutschen nicht gehen. Ich kann überall Tür klopfen. Wenn man in den Wald reinruft, schalt ihn wieder raus. Okay. Dann habe ich gesagt zu meinen Freunden, damals hat mein Papa auch gelebt, jetzt meine Papa und Mama beide sind gestorben, leider. Und dann habe ich gesagt, Papa, ich möchte gerne nach Deutschland. Und er hatte gesagt, bist du verrückt? Nein, er hat nicht so viel negativ über Deutschen gehört gehabt. Okay. Dann habe ich gesagt, viele Ausländer haben gesagt, nee, Deutsche sind muffelig, kalt und die sind alle Nazi, sind gegen Ausländer und bla bla bla. Ich habe gedacht, da muss man selber Erfahrung sammeln. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, auf der Expo 2000 in Hannover zu arbeiten. Ah. Ja. Dann habe ich als Reiseleiter gearbeitet, da auf der Expo, und ich habe diese in einem Pavillon gearbeitet. Und dann habe ich die Deutschen hautnah kennengelernt. Die sind ein bisschen geschlossen. Ja. Muss aber ein bisschen aufmachen, die Tür. Guten Tag, Klaus, dass ich reinkomme. Das machst du gerne. Und deswegen bist du auch heute bei uns hier drin. Und du hast dich ja quasi in Deutschland verliebt und auch ein bisschen noch mehr in Deutschland, ne? Ja. Eigentlich bin ich in Barbara Schöneberger verliebt gewesen. Wer nicht? Die schönste Frau Deutschland, oder? Barbara Schöneberger. Aber wo ich bei... Ja, ja. Sie kommen aus Bayern, ja? Ja, nicht ganz. Kuba ist das Bayern von Hessen, würde ich sagen. Auf jeden Fall deutsche Pünktlichkeit, Sauberkeit, Mülltrennung auf der Autobahn ausrasten. Mann, der fährt nicht, gibt das, Mensch, da gibt das gar nicht. Das ist wieder toll, mach was Vernünftiges, kommt der Autobahn, kommt der Schäfer und da gibt es totaler Weltkrieg. Mann,
Frau ist sowieso weg. Seit 3 Jahren bist du geschieden. Warum machst du so Gas auf der Autobahn? Weil er Fußball gucken möchte, Bier trinken möchte. Frau ist sowieso weg. Aber diese Rasterei auf der Autobahn, Mani bei Deutschen nicht, sonst bin ich mega verliebt. Und ich möchte weiter hier bleiben und wenn ich hier allein darf. Drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass du demnächst ganz viele tolle andere Rollenangebote bekommst, dass du dann Sparkassendirektor bist und sonstige Sachen. Deutsche Bank vielleicht. Das ist schon mal in der.